Na gut, wir haben jetzt im Boot geschlafen. Na, da muss ich nach Norden. Ich will einfach diese komische Insel finden, weil ich irgendwie, ich entdecke viel. Und das ist soweit auch okay. Das Problem ist allerdings, dass ich das Gefühl habe, dass ich nicht vorankomme. Vor allem mit meinen Aufgaben. Na, dem Küken geht's gut. Ellie, Spring 60 Likes. Moondrop, Pink Cat, Blue Magic, Toy Flower, Dislikes, Stone, alles klar. Hier steht nur drin, wer was mag und was nicht. Kupferinselchen. Interessant. Die ist hier echt überall. Es war schön, dass das Kupferinselchen hier ist. Ah, hier kann man, glaube ich, sehr, sehr viel Kupfer kriegen. Oh, ich kann hier irgendwie... Muss ich da irgendwie anders darüber? Na gut, dann entdecke ich die Insel mal so, wie es vielleicht sein sollte. Kann er nicht so ein bisschen rumtricksen? Ich muss mich echt mal offscreen mal um Koas Inventar und so ein Kram kümmern. Es wird langsam echt ein bisschen still. Kirschen. Ich sollte netter zu Saimi sein. Nicht, dass sie wieder wütend auf mich ist. Ach Quatsch, die ist nicht wütend auf dich. Das passt schon. Bist du doch eigentlich auch. So, was haben wir hier? Nicht das, was ich suche. Kupfer, das ist gut. Das ist wunderbar. Ich habe jetzt ein kleines Problem, und zwar er füllt sein Boot immer mit Metall, aber es scheint nicht, aber er scheint nicht sehr glücklich zu sein. Ich muss damit aufhören, auf Piraten zu wetten. Was? Koa, was laberst du denn da? Manchmal laberst du echt einen Stuss. Ich würde gerne hier runterspringen und diese Muschel finden. So, jetzt ist die... Ah, ich komme hier rein. Ah, cool. Super, das ist Gold, was wir eben gefunden haben. Das droppt natürlich selten. Das ist Kupfer. Das lief ganz gut gerade. So, du hast wahrscheinlich wieder was zu tun, ne? Tut mir leid, aber ich bin momentan sehr beschäftigt. Ja, das ist mir schon klar. So wie es aussieht, habe ich hier auch ordentlich was zu tun. So. Was haben wir denn hier? Always move towards the horizon. MRK. Albert. Ja, immer dem Horizont entgegen. Es ist grausam. Du musst einfach mal ein paar Stunden am Aufnehmen. Und dann schwebt dir so eine Fliege vor der Brille herum. Ja, ist ja gut. Ich habe leider kein Futter für dich. Ich muss mal gucken, wie ich mit der Energie von der Koa aktuell klarkomme. Sieht aber eigentlich ganz gut aus. Weil ich ja jetzt doch mehr mit dem Boot unterwegs bin. Gut, haben wir die Insel auch gefunden. Ist zwar ganz nett, aber nicht die Insel, die ich gesucht habe. Wirklich so. Ja. Jetzt
musste ich einmal noch nach Westen. Das passt eigentlich ganz gut. Aber hier durch. Vielleicht finde ich ja doch ein paar Sachen. Dann finden wir die nächste Insel. Ich weiß echt nicht, wo die Insel von der Akagi ist. Oder beziehungsweise von Akagis Eltern. Habe ich die Insel nicht schon entdeckt? Hier kann ich Welse fangen. Ich meine, Welse kann ich ja gut verkaufen, von daher kann ich sie auch nehmen. Das war's. So, jetzt will ich mal zu dieser Insel fahren, dass ich sie auch entdeckt habe. Vielleicht ist es ja die Insel von den Eltern von Akagi. Eiseninsel. Sieht vielleicht gar nicht schlecht aus. Ah, vielleicht doch ein Fruchtsaft. Der gibt mir Energie. Die Äpfel nehme ich als Geschenk für Hundis mit. Ah ja, ist das vielleicht eine Sardine? Lachs. Na gut, komm. Was war am Hammer? Was wir haben, haben wir. So, was haben wir hier? Hallo, Hundi! Braver Hund, ne? So, ich habe alles abgeerntet. Akagi wird sich freuen. Also, alles abgeerntet haben wir nicht, aber es ist wenigstens die Insel, die ich gesucht habe. Oh, endlich! Endlich, endlich! Na, das Haus ist riesengroß. Warum sollte jemand so ein großes Haus brauchen? Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Wenn du mit mehreren Personen in deinem Haus wohnen würdest, Koa, dann würdest du auch merken, dass dein Haus, dein Häuschen zwar für eine Person super ist, das aber, das war's dann auch schon. Für zwei, drei Personen wird's dann schon knapp. Mädchen, hm? Aber das kriegen wir bestimmt hin. Es wäre schön, wenn wir der Koa auch noch ein größeres Haus bauen könnten. Das habe ich ja bei Daylan so ein bisschen gefeiert. Muss ich ja zugeben. Hier komme ich nicht rein, okay. Ja, komm, du kriegst was. Ich weiß, ihr bringt mir jetzt hier nicht viel, aber ich will eigentlich ungerne, wenn schon jemand mich verfolgt, so ein Tierchen, dann würde ich da schon ganz gerne doch nochmal vorbeigehen und denen was zu futtern geben. Ist ja nicht so, dass wir es nicht haben. People lie, people love, people go. But beauty lies in every soul. What? Menschen lügen, Menschen lieben, Menschen gehen. Aber Schönheit lügt in jeder Seele. Das muss ich nicht verstehen, oder? Ich meine, ich kann mir das vorstellen, woher der Spruch kommt. Ich meine, bei den ganzen meisten Models, die man da überall rumsieht, ist jetzt auch die Frage, was ist da echt und was nicht. Das meiste wahrscheinlich ist da nicht echt. Aber das muss ja nicht unbedingt heißen, nur weil jemand hübsch ist, dass er gleich lügt und schlecht ist. So, was haben wir dann hier? Mache weiter mit den Aufträgen von Koa. Da müssen wir eine Blume machen. Okay, das müssen wir sammeln. Koa, Koa, Mayo, Ananas, Koa, Lizio, wenn wir Bananen haben und Zander müssen wir finden. Ich habe jetzt noch nicht... Ich glaube, das muss ich irgendwo mal nachsehen. Banane! Super! Da liegt auch noch eine Banane. Das ist super. Hoffentlich löst die sich. Hoffentlich ploppt die nicht weg. Warte mal, habe ich jetzt schon genug? Ja. Ja, habe ich. Super. Kann ich eigentlich mit Lizio sprechen? Entschuldigung, mit
Captain Litio. Ich bin jetzt erst 10 Minuten in der Aufnahme. Das fühlt sich alle so lange an, wenn du zu lange aufnimmst. Ich muss Zander finden. So, wo bin ich denn hier? Ich könnte nach Norden. Dann haben wir alles gefunden. Aber ich glaube, Zander ist hier bei Rosor Laland. So das Gefühl, dass ich hier nicht das gefunden habe, was ich brauche. Hier unten, da wo das Ziel-Dingsbums ist. Dass ich da nochmal hin muss. Öffne die Schatztruhe und kehre mit der Beute zur Rettungsboje zurück. Seile. Na, Popo, hallo. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich entweder hier was vergessen habe. Na, das gab ein bisschen Luft. Irgendwie. Nö. Das ist aber auch der einzige Ort, wo ich hier tauchen könnte. Unihöhle, Quikio-Felsen, warum eigentlich nicht? Hier war ich noch gar nicht, ne? Also doch, ich war hier schon, aber gefühlt war ich hier noch nicht richtig, oder? You know where to get so many bottles anyway. Weißt du, woher sie so viele Flaschen kriegen? I'm telling you, kid, that's a lot of soda we chugging. Poots, okay. Los, kleiner Abenteurer, liefere, was ich dir gebracht habe. Das ist super. Kriegen wir hin. Diese Insel ist riesig, warum ist sie so leer? Das verstehe ich auch nicht. Das ist eine schöne Insel. Da würde ich mir echt... Wäre ich echt froh. Komm, weißt du was, Koa? Ich zieh da hin. Habe ich was gefunden? Und ich habe einen Schlüssel dafür. Super. Eine Schatzkarte. Interessant. Nehme ich mal mit. Das nehme ich auch mal mit. Ja gut, so leer ist es jetzt aber nicht, ne? Ich habe über diesen Ort nur schlechte Bewertungen gelesen. Es ist aber ziemlich, sieht ziemlich leer aus. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Mir ist langweilig. Ich spiele meine Spielekonsole. Ah, du bist in der Natur. Jetzt sei doch mal... Warte mal, habe ich hier vielleicht noch einen Schlafsack? Jawohl. Das mit den Schlafsäcken ist so süß. Wie sie da einfach drauf ploppt und wie eine Raupe da rumlümmelt. Wunderbar. Ich weiß nicht, ich bin auch... Was ist das? Eine riesige halbe Eierschale. Das sieht komisch aus. Da wäre ich wirklich ein bisschen vorsichtig. Ist das Nest da drüben so ähnlich wie die Möwennester auf meiner Insel? Sieht so aus. Und Müll. Ach, komm schon. Ach, ich brauche Schlüssel.
Ja, Taucherbrille, super. Oh, die Musik, ich finde die toll. Pages, Pipapo, irgendwas mit Seiten. Entschuldigung, aber ich habe da echt keinen Turn mehr drauf, da so viele Nachrichten zu lesen. Ich will die natürlich alle finden, aber dieses noch zu übersetzen, muss dann auch nicht sein. Ah, Larven. Supi, dupi, supi, dupi. Das freut mich, das freut mich. So, und jetzt so schnell wie möglich zu meinem Schiff zurück. Und dann mal schauen. So, wir haben die Insel gefunden. Das ist schon mal super. Dann müssen wir mit den Quests von den Koa, mit der Koa weitermachen. Ich mache aber jetzt mal komplett insgesamt ein kleines Aufnahmepäuschen dann. Da wird der Part heute mal ein bisschen kürzer. Weil ich langsam echt genug aufgenommen habe. Ich habe keine Ahnung, ob das der Fall ist. Sind das die Fische, die wir brauchen? Nein, sind keine Zander. Ist egal, was war am Hammer. Steinfisch. Oh, der ist, will nicht. Wunderbar. La 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 la. So, ab zur Heimatinsel. Ja, ist ja gut, wir haben ein neues Hühnchen. Nein, ich will hier nach zur Heimatinsel. Neues Tier lebt auf der Insel, super. Freut mich. So, ich brauche wieder ein bisschen Energie. Oh, der gegrillte Fisch. Lecker. Oh, ich habe ja noch Meloneneis am Stiel. Oh, lecker. Nam, 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 nam. So, gut. Was wollte ich machen? Achso, ich wollte ja noch ein paar neue Bäumchen pflanzen, dass wir von denen auch welche haben. Die hier. Von denen habe ich nicht so viele. Na, drei Stück reichen aus. Und eine mal irgendwoher als Saatgutspender. Wunderbar. So, ansonsten Kakaobaum. Pflanze ihn nahe des Meeres. Das sieht schon mal gut aus. Das freut mich. Pflanze ihn nahe des Meeres. Ich denke mal, wenn wir zwei davon pflanzen, sind wir eigentlich gut. Obwohl zwei, ja, drei sind okay. Vielleicht doch hierhin. Ich muss Lizio besuchen. Dem Bescheid geben, dass wir sein Zeug, seine Bestellung da haben. Was ich eigentlich ganz gut finde. Finde ein flacheres Stück Land. Ich will das nicht zu, ich will das nicht alles zu nah beieinander haben. Ich hoffe, ihr könnt das so verstehen. Ist ja meine Insel. Wie gesagt, ihr könnt euch das Spiel gerne holen. Und dann könnt ihr ja selbst eure Insel bepflanzen, wie ihr wollt. Aber ich finde es eigentlich ganz nett, wenn halt die Bäume alle so ein bisschen beisammen, wenn die nicht alle so direkt nah beisammen sind. So, was haben wir denn hier? Granatapfel, Pfirsich, Orange, Banane. Haben eigentlich alles, was wir brauchen. Von daher möchte ich eigentlich jetzt nicht großartig... Das habe ich doch an alles gedacht. Das ist super.
So. Ach, ich freue mich hier immer, hier zu Hause zu sein. Eine Dose. Oh, von denen habe ich aber ganz viel gefunden. Naja, zum Glück haben wir hier ein Mülleimerchen. Schon mal ganz gut. Somit könnten wir dann auch recyceln. Fass angespült. Was haben wir drin? Eine Orange. Super. Na, wer ist eine liebe Krabbe? Du bist eine liebe Krabbe. Ja. Super. Hier gibt es die Octobloctos. Die brauche ich aktuell nicht. Ich brauche Zander. Die Frage ist, wo finde ich den? Könnte natürlich jetzt auch hier hingehen. Aber ich habe so das Gefühl, das brauche ich eigentlich nicht. Noch nicht. So, hier ist wieder eine Orange drin. Ja, naja. Hier ist Stoff drin. Finde ich eigentlich ganz lustig. Ja, na, wie viele Orangen habe ich denn jetzt? 15. Das müsste eigentlich genug sein. Da kann ich nämlich nochmal... Jawohl. So, dem geht's gut. Nein, Pfirsich! Warum habe ich den da gepflanzt? Der lässt sich ja nur da oben pflanzen, was ich sehr komisch finde. Was ich wirklich, wirklich, wirklich komisch finde. So, dann wollen wir mal schauen. Äpfelchen, natürlich, das können... Nehmen wir mal immer mal ein paar mit für die Hundis. Ja, du kriegst was zu essen und du kriegst was zu essen. Und du kriegst was zu essen. Wunderbar, dann pflanze ich euch noch ab. Und dann läuft das. Hat es in der Zwischenzeit geregnet? Natürlich, hat es nicht gezählt. Ich hatte gedacht, weil es bei der letzten Insel geregnet hat, dass es auch für meine Insel gezählt hat. Ah, leider nicht. Das ist ärgerlich. Naja. Okay, erstmal den ganzen Kram abernten, dann sind wir eigentlich auch schon bei einer vollen Folge, würde ich sagen. Und dann würde ich auch sagen, reicht's auch. So, der Brunnen ist leer. Der Brunnen ist leer. Der Brunnen hat noch was, okay. Wunderbar. Ich könnte ein paar Orangenbäume vielleicht abhauen. Aber eigentlich, ich brauche eine bessere Hacke, ich brauche einen besseren Hammer. Ja, erstmal Zeug verwerten. Wollen wir mal gucken. Okay, Jaja-Blume, Auftrag mit Koa, das müssen wir auch noch aufsammeln. Ja, Auftrag mit Koa, Mayo. Dafür brauchen wir Ananas, mit Lizio sprechen, Zander finden, tauche in das Meer des Quäbaums und finde den Schatz. Die Frage ist, wo ist denn der Quäbaum? Fahre zur Insel Nakito und sammle ein paar Orangen, das können wir denen bringen. Das mutierte Blume brauchen wir. Und Marshmallows. Küche, was brauchen wir denn für die Marshmallows? Wackelpudding. Wackelpudding haben wir jetzt mittlerweile alles. Marshmallows, super. Super, und jetzt kann ich mal schauen, ob die Blume bereit ist. Das wäre super. Da habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Lass mich raten, wenn ich jetzt gleich eine Pause mache und sage, ich mache jetzt, gehe jetzt auf Fliegenjagd. Das hast du super gemacht, Koa. Wunderbar, echt jetzt. Dann ist die Fliege weg. Das ist immer der Fall. Wenn ich sie mal erwische, sind dann 3 Tage später wieder welche da. Naja, würde ich meine Bertha drum kümmern.
Die braucht er nur ein, zwei Tage dafür. So, die kann ich nicht mehr füttern. Das ist okay. So, rüber. Weit. Nee, das war jetzt Kürbis. Oh, der braucht aber lange. Er braucht lange. Aber was weg ist, ist weg. So. Vielleicht noch ein paar Karotten. Rote Beete. Mais. Ja, ich pflanze jetzt mal ein bisschen mehr Mais, damit ich einfach genug für die Tiere hier habe. Aber ich denke mal, das reicht. Ja, wer ist ein braves Hühnchen? Du bist ein braves Hühnchen, ne? Ja, das bist du. So. Ja, einfach mal schnell drüber. Das hat gerade so gereicht. Gucken, ob das hier auch noch ausreicht, wenn ich da ganz normal lang laufe. Nein! Na gut, dann ist das halt so. Komm. Okay, das habe ich. Das kommt. Das ist noch dran. Mit Lizio sprechen, Zander finden, tauchen, Orangen, mutierte Blume und das da. Okay, ich würde sagen, reicht für heute, Leute. Macht's gut. Ich will jetzt noch mal ein bisschen schlafen hier. Ah, hast dir verdient, Koa. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Sommer in Mara. Macht's gut. Ciao.